Zurück. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir haben mal eine Zeit lang für einen Automaten Hände gesucht. Und dann habe ich wieder was anderes gemacht. Und jetzt bin ich wieder hierher zurückgekommen und will die zweite Hand finden für den Automaten. Das machen wir heute. Achso, ich habe gehört, dass meine Atmer jetzt so laut sind. Das liegt daran, dass ich den Popschutz verloren habe von meinem Mikrofon. Es tut mir total leid. Ich muss mir erst ein neues Mikrofon holen, beziehungsweise einen neuen Popschutz basteln. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Ich nehme das Mikro einfach ein bisschen weiter weg. Wo bin ich denn hier eigentlich? Ja, egal. Und hoffe, dass es dann nicht ganz so schnaufig klingt. Das war natürlich überhaupt nicht in meinem Sinne. Ja. Ich bin schon im Questbereich. Ich wollte gerade sagen, da unten liegt doch eine Hand, oder wie blöd. Guck, da liegt eine Hand. Was machen die denn da, Lustiges? Habt ihr es gesehen? Guck mal, hops, der macht so ein Salto. Total lustig. Ja, da bin ich ein bisschen zu spät drauf gekommen, dass ich mich da eigentlich wollte unsichtbar machen. Du wisst schon. Wieder da mit dem Hammer. Ja, doch erwischt. Ey, jetzt bremst doch mal. Nicht so kompliziert. Dann lass uns mal zum Automaten zurück. So, jetzt sind wir ja dann doch schon in der Story ziemlich weit. Zwei Götter habe ich schon. Bin ganz deprimiert. Savagely, hate, begone in flame, witness my perfection. So, wartet mal, Geister zu. Was soll ich denn damit eigentlich machen? Ich geh jetzt mal hier hin. Okay.
pure blade in my power can remake this world. I am waiting for you. Ja, dem fällt auch nichts Neues ein. Aber ich weiß auch nicht so richtig, ob ich das richtig mache, einfach immer die Geister kaputt zu hauen. Und so richtig weiter bin ich dann wieder auch noch nicht gekommen. Was machen die da eigentlich? Na, dann denken wir jetzt mal nicht weiter drüber nach. So, es geht ab. Forgetful automaton thing! Artist works? That's what I said! Look, I found your hands! Industrious, typhoon obsessed appreciator. You are full of surprise. Hold still while I just... Still no memory, huh? No. But no idea. Maybe once. I worked there. A pearl in rough seas. Forge fires lit. A wise child convinced. A feather's weight of wit. Forge fires lit. Forge fires lit! Your forge is part of the prophecy! It must be the answer! You have to remember! The forge! The glowy blessing thingy that just came out of your hands! You are a god! Flattery! I think you're great too. No, an actual god! Back home, I told dozens of different stories about you. Myths, legends, gods, monsters, all of it! You're Hephaestus, the god of the forge! Remember? I always thought I was a genie. Paul, maybe. This isn't working. We have to jog your memory to find your essence. I need you to think. How do we start the forge? Ventilation shafts tunnel air to four coal-burning furnaces. A network of canals must feed frigid waters through water wheels to the summit. Central combustion is controlled through two mechanisms in the forge core. How do you know that? Know what? Forget it. Unblock vents, start fires, spin water wheels, then something about mechanisms. Stay here and make sure those hands don't go anywhere. Instead of painting on a pot that has fruit in it, what if the painting is a pot with fruit in it? Okay, wisst ihr Bescheid. Aber Hephaestus, er steht ein bisschen neben sich, der Gute. So, was machen wir denn jetzt eigentlich? Jetzt mal im Ernst. Eieieiei. Okay, what? Was? Oh, come on. Okay. Wenn ich eins verfolge, verfolge ich sie alle. Ja. Nee. Hä? Nur zwei? Okay, verstehe ich gerade nicht. Wartet. Gehören die nicht alle irgendwie zusammen? Ich kann ja auch erstmal das nächstliegende machen. Na, guck mal, die vier gehören zusammen. Oder soll ich das Rote da machen, das was schon so blinkt? Ne, ich mach mal erstmal die hier vorne, ne? So, muss man nicht so weit laufen. Viele Pizza. Kann mein Einwohner die Treppe hochgaloppieren? Jo, kein Problem. Never before had a mortal laid their eyes upon something so grand, so gargantuan, so spectacularly crafted.
So... Over it! Just get a room already! Well, I would if I could. Festus' forge is back in bed. There must be something around here that seems to light them. Außerhalb der Schmiede mit brennender Kohle. What? Zünde die Schlote mit glühender Kohle. Ja. Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Einfach spaßeshalber da so ein Pfeil reintun. Warte mal. Mit brennender Kohle. Wo kriege ich denn brennende Kohle her? Tada! So. Ja, keine Ahnung, was ich damit jetzt machen soll. Werf das da jetzt rein.
Wenn sie sehen, sehen sie nichts. Passiert irgendwas? Nö. Näher ran vielleicht? He's not all that. Das ist ja gut. Gut, ne? Ganz allein rausgekriegt. Juhu. Voll gut. Ich freue mich. So, nächster. Kleine Ratten, niedlich. No. What is this? Ah, okay. Warte mal, ich kann doch vielleicht einfach die Kohle da reintun und dann einen brennenden Pfeil drauf. Achso, na gut, das schaffe ich nicht mehr. Nein. Hui, aus. So nehme ich. Und dann. So. Ich hasse Hühnchen. Was ist denn mit dem? Was geht hier ab? Naja, Stückchen für Stückchen. Jetzt erstmal die Schornsteine hier anfeuern. Ist das nicht mein Schornstein hier? Das ist auf jeden Fall ein Teil meines Schornsteins. Das da ist es, ne? Da. Da leuchtet es ab. So. Frage ist jetzt bloß, wie geht es auf und wo kriege ich ein Stück Kohle her? So geht es wahrscheinlich auf.
Aber wo kriege ich jetzt Kohle her? Ein Eichholz? Irgendwelche. Lockte mich hier runter. Naja, gut. Eins reicht ja. War das hier oben? Ich werfe einfach mal die. Vielleicht so eins hier hin. Hingeworfen hat. Die sind ja auch echt ganz gut getarnt, muss ich sagen. Toll, der ist abgesprungen, habe ich schon gesehen gerade. Ich habe doch hier auch irgendwo einen hingeworfen. Hier ist er. Da ist man freundlich und sagt, man kann jetzt nicht. Was hat man davon auf? Okay, ihr Lieben, ich werde jetzt mal speichern. Dann hole ich euch im nächsten Let's Play für den letzten Schlot wieder ab.